Musikbrunch. Ihre Stunde Wunschsongs. Bei der Arbeit. Eine Stunde Musik für Schwaben. Heute Dr. Peter Kulitz, IHK-Präsident und Inhaber der Ester Apparatebau GmbH und Co. KG aus Senden. Was ist das Besondere an Ihrer Position? Also das Besondere an meiner Tätigkeit ist die Vielfalt, weil ich in so vielen verschiedenen Welten tagsüber oder auch die Woche und den Monat über unterwegs bin, dass man praktisch keine Regelmäßigkeit erkennen kann. Das ist meine Aufgabe im Unternehmen. Also zum einen bin ich geschäftsführender Gesellschafter und Inhaber der Firma Ester. Das ist ein Unternehmen, welches im Maschinenbau tätig ist. Wir machen Absauganlagen und haben dann auch noch eine Abteilung, das ist für die Region besonders interessant, die Schwimmbäder baut und auch allen Zubehör für Schwimmbäder liefert. Und zum Dritten bin ich im Ehrenamt sehr aktiv als IHK-Präsident. Das bin ich jetzt in Ulm schon seit 2003. Darauf haben wir uns spezialisiert. Also in meinem Unternehmen produzieren wir Anlagen, die im Produktionsprozess die dort entstehenden Emissionen, also Schweißrauch, Staub jeder Art, Späne, Ölnebel, an der Stelle, wo sie entstehen, erfasst und ausfiltert und damit die reine Luft am Arbeitsplatz schafft. Das ist eine ganz wichtige Funktion, zum einen als Schutz für den Mitarbeiter, zum zweiten aber auch als Schutz für die Produktionsmaschinen. Das ist unser Highlight des Jahres. Also dieses Jahr haben wir in der Firma das Highlight, dass wir 45-jähriges Jubiläum feiern. Das wird im Mai sein und da machen wir auch einen Tag der offenen Tür, denn in der Tat wissen viele Menschen, die auch in der Gegend, in der Region wohnen, nicht, was wir eigentlich tun. Also sollte man immer mal wieder auch seine Türen öffnen. Welchen Preis hätte Ihre Firma verdient? Zu Beginn dieses Jahres haben wir den Bundespreis für Corporate Social Responsibility erhalten, also einen Preis für gelungene Flüchtlingsintegration. Da muss man einfach auch mal Akzente setzen von der Geschäftsleitung her. Und ich bin sehr angetan, mit welchem Engagement sich die Mitarbeiter, die Stammbelegschaft, geradezu rührend zum Teil, um diese Flüchtlinge kümmert. Welche Überschrift würden Sie über Ihre Firma in der Zeitung lesen wollen? Wir sind ein Familienunternehmen und Familienunternehmen verstehe ich auch begrifflich nicht definiert durch die Eigentümerschaft, sondern dass wir uns als Familie verstehen, was die ganzen Mitarbeiter anbelangt und wir helfen uns auch gegenseitig. Der Donau 3 FM Musikbrunch. Präsentiert vom Hirsch Catering Service in Finningen.